Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind auf unserer Map Welt Farmer und wir sind bereits im 47. Teil. Haben gerade mit etwas unkonventionellen Methoden ja noch den Drescher leer gemacht beim letzten Mal. Ja, der ist wieder unterwegs. Unser Traktor hier steht auf. Dann habe ich gehört, dass irgendeiner im Verkehr hängen geblieben ist. Was? Achso, das war der Drescher selber, den er angezeigt hat, ja. Trotz der Bäume, muss ich erschreckenderweise sagen, kriegt der Drescher es hin, hier einigermaßen vernünftig zu wenden. Man sollte auf jeden Fall auch zweimal Vorgewende starten, wenn man etwas größeren Drescher hat. Mit dem kleinen wendigen Kerl hier funktioniert es auch so. Obwohl, ne, sieht aus, als wenn er das dritte Mal Vorgewende gar nicht gefahren hätte. Stimmt, er hat ja den Brummkreisel gemacht. Das hatten wir in der letzten Folge, dass er immer im Kreis gefahren war. Sehr schöne Variante, muss ich sagen. So, ja. Der ist wenigstens gut am Arbeiten. Er wartet, dass er das leer machen kann. Er hat momentan ein Päuschen. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir mit ihm machen. Er muss noch ein paar Meter pflügen. Dann würde ich sagen, dann ist das Päuschen für den anderen auch schon zu Ende. Er ist gerade erst frisch angefangen hier mit Säen. Dann würde ich sagen, wir nehmen das gute Stück hier. Und da ist der Hund, den wollen wir nicht über den Haufen fahren. Wir fahren ihn hier auf jeden Fall schon mal ran. Gucken mal, ob wir jetzt schon für die 53 was Programmiertes haben oder nicht. Haben wir nicht. Schauen wir mal. 53 flügen. Nö, gut. Ja, dann sehen. Sehen oder gesehen werden. Ne, das ist ja Feldarbeit. Das ist Säen und Düngen. Das passt genau. So. Da 2,9 Meter ist richtig. Wir sind bei Feld 53. Nordwesten machen wir mal Nordosten raus. Ne, Südosten raus. So. Und lassen ihn nach Norden fahren. Vorgewende lassen wir auch so. Dann zeigen wir uns mal an, was du Schönes hast. Das hört er hier auf, da an. Wo habe ich denn jetzt hier den Anfang? Gucken wir doch mal. Ja, da sehe ich ihn auch nicht. Ich wende mal. Dann dürfen wir ihn dort hinten haben. So, da ist dann sein Ende. Da vorne ist dann Anfang mittendrin. So, ich lasse ihn hier noch eine Runde stehen. Ah, kann er hier schon hinfahren. So. Wer das Vorgewende jetzt. Ah, ich bin mir sicher, das geht hier so ein bisschen im Knick über. Ob die Jungs sich da nicht in den Weg kommen. Das ist eine gute Frage, ne? So, auf jeden Fall kann ich mal hier vorne einstellen, am ersten Wegpunkt steht. So, das ist jetzt die 53 Seen, 2,9 Meter. Abspeichern können wir das auf jeden Fall schon mal. Das ist jetzt das Feld 53 Seen, 2,9 Meter. Das passt ja auf jeden Fall. So. Dann wollte ich noch eine Sache löschen. Nämlich die hier. Hatte ich ja letztes Mal gesagt, da drüben hatte ich das dann hier oben drüber hier abgekürzt. Grub See, ne? Grubbern sehen, weil hier die Daten nicht mehr komplett drauf passten. Deswegen kommt das Ding dazwischen weg. Entschuldigung, kleinen Frosch im Hals. So. Gucken, wie viel braucht er noch? Ja, gleich werden die Bahnen auf jeden Fall schon mal kürzer von ihm da. Er braucht ja auch eine ganze Zeit, bis er rumgefahren ist. Dann würde ich sagen, dann,
starte ich das Ganze mal. Die anderen Bahnen sind hier kürzer. Und dann gucken wir mal, was er hier Schönes macht. Ja, er sieht, so wie es sein soll. Und ihr seht hier, oh, er sieht das Raps. Sollte er hier Raps sehen? Ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt machen wir relativ viel Raps, aber dann können wir das Benzin verkaufen. Das ist also nicht ganz so wild. Also wir haben jetzt Soja auf der 56 und auf der 13. Wir haben jetzt Raps auf der 55, 54. Ne, 55, 53 und 57. Und dann machen wir, wenn wir halt das Feld klar Schiff haben, die 54 da auch noch Soja hin. Dann haben wir 3 und 3, dann haben wir einmal Soja, das kleine und das größte Feld. Na, das passt dann sogar genau. Das ist alles okay. So, hier werden wir jetzt mal eine Runde mit begleiten. Es liegt einfach daran, dass wir sehen wollen, dass er sich halt nicht mit dem anderen Jungen da hinten hakt. Einziges Unterbrechung würde ich mir gönnen, indem ich den Maistank leer mache. Aber der ist jetzt bei 45%, das ist nicht so wild. Das ist auch eine Ernte, die wir dann auch verkaufen können. Das andere hier schieben wir alles schön mal eine komplette Ladung in die Produktion. Drei Felder in die Raffinerie und drei Felder in die Sojamilch, das ist genau richtig. Wenn die Sojamilch starten kann, haben wir da schon Benzin drin. Das passt genau. So, jetzt macht er einmal den Schlenker einen rein. Und das geht noch. Das heißt, den können wir ihn auch noch locker fahren lassen. So, ihn entlasse ich jetzt und ich fahre ein Stückchen zurück. Dann sage ich ihm gleich, ihn am aktuellen Wegpunkt starten lassen. Der Traktor dürfte, er dürfte jetzt wunderbar das Ganze machen. Hier nutzen wir jetzt die Direktsaat-Variante. So. Einstellen, dann dürfte er jetzt an den Punkt wieder zurückfahren. Ne? Und dann macht er jetzt hier einfach ganz normal weiter. Da muss man immer dran denken, dass man das halt dann umstellt. Hier ist ein Punkt, ist klar, das ist halt da, wo er anfangen soll. Aktuellen Wegpunkt ist halt da, wo er aufgehört hat. Und nächster Wegpunkt ist, dass er halt da ansetzt, wo man selber gerade steht mit dem guten Stück. Das ist halt der Knackpunkt dabei. So, jetzt bei der nächsten Runde mal gucken, wie weit er dann ist. Wie oft er da hinten in der Zeit hin und her gefahren ist. Aber wir haben ja die eindeutig längere Strecke hier außenrum einmal. So. Dann schauen wir uns den Spaß doch mal an. Dass wir einmal für die komplette, für den kompletten Besitz halt sozusagen, für jede Arbeitslage halt, unseren Kurs haben, dass wir halt jederzeit das einfach nur starten brauchen und die auch funktionieren halt. Ne? Beim ersten Mal lasse ich jetzt halt dementsprechend sehr viel Curseplay machen, das gestehe ich zu. Aber halt um zu sehen, dass wir lauter funktionierende Kurse haben, dann kann ich auch zwischendurch mal was eigenes machen oder selber mal was machen und dann können die das nebenbei hier dann machen und was anderes machen. Weil mit den Geldsummen, die wir jetzt gerade besitzen und mit dem, was wir als nächstes dann einnehmen, wir werden das also definitiv. So, da halte ich jetzt an. Mal gucken, ob das jetzt noch klappt. Ich fahre jetzt hier einfach ein Stückchen zurück. Und jetzt gucken wir mal. Er hat ja theoretisch gesehen noch die zurück. Ja. Wir könnten vielleicht sogar am Weg stehen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja, das dreht er wunderbar ein. Das ist alles okay. Oh, wir standen genau millimetermäßig nicht im Weg. Das ist ja genial.
Jetzt nicht wundern, das passt natürlich jetzt unserem Plan da oben drüber, da er mit 4 Meter Arbeitsbreite arbeitet, passt natürlich jetzt nicht zu unserem Layout, was wir da haben. Ne? Deswegen nicht wundern, dass er jetzt nicht sich oben an die Markierung hält, weil er hat einfach eine andere Markierung intern halt. Ne? Wenn ich jetzt dahin umschalten würde, dann würden wir jetzt seine sehen. Den sehen wir selber, er fährt jetzt hier noch einmal hin und her. Vielleicht auch einfach, wenn wir ihn mal einmal. Ne, ganz minimal ist er jetzt gerade da in den Saatpart rangekommen, aber ich würde sagen, mit so ein paar Millimeter können wir dann leben. Theoretisch gesehen müsste er jetzt einmal auf die letzte Spur hier drehen, die er noch macht. Ja. Und dann werde ich ihn auch anhalten, weil wir sehen, es ist alles gepflügt. Und jetzt entlassen wir ihn. Löschen seinen Kurs. Heben das Ganze an. Fahren ihn zur Seite. Dann kann er nämlich gleich nach Hause gebracht werden. Aber in der Zeit starten wir unsere gute Saatmaschine hier wieder. Fahren ein Stückchen vor. So, sagen jetzt einstellen am aktuellen Wegpunkt. Mal gucken, wo der jetzt hinfährt wieder. Da wo er gewesen ist. Ja. Jetzt macht er sein drittes Vorgewende und dann wird er den Spaß hier weitermachen. Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, ihn nach Hause zu fahren und dann dürften wir auch schon wieder dran sein mit dem Abtanken des Körnermais. Oh, die lassen einfach hier mal rückwärts stehen. Kann sein, dass wir ihn gleich hier nochmal in Arbeit sehen. Gut. Ja, er muss im Prinzip erst dann wieder arbeiten, gleich wenn die Maschine hier leer ist. 93, ziemlich lange Bahn. Ich schätze mal, wir werden ihn gleich aus der Frucht rausdrehen müssen. Aber da kann ich mit leben. Prozent. Ich glaube, so eine Spur ist mehr wie 6%. Und dann können wir nämlich hier den Ferguson ansetzen zum Pflügen. Und wenn er dann Pflügen, seine Vorgewende part und das fertig hat, dann werde ich ihn hier mal flugmäßig 4-mal vorwenden lassen und die Saatmaschine nur 3-mal und dann dürfen sie sich auch nicht ins Gehege kommen. Dürfen alles klappen. So, 99%. Meine Vermutung ist, dass er jetzt jeden Moment stehen bleibt und sagt, ich kann nicht mehr. Muss das loswerden. Das ist auch kein Problem. Hat einen vollen Korntank. Kam noch nicht mal. So, wir entlassen ihn jetzt hier einmal. So. Oh, ich wollte eigentlich. Oh Gott. Ja, wenn er nicht mitdreht, ne? Das ist fürchterlich. Wenn er mit der Maus nicht mitlenken kann. So. Einmal abtanken. Dann mal raus mit dem Zeug. Also der Anhänger wird definitiv nicht voll werden von der Ernte. Und ich selber, wir haben jetzt gerade mal ein Drittel der Ernte drin. Drittel der Füllung drinne. Wir haben mehr als die Hälfte vom Feld und wir kriegen ihn jetzt auch nicht Hälfte voll. Das heißt also, das wird auch alles wunderbar in den guten kleinen Fliegel hier reinpassen. So, leer ist er. Drehe ich mich einmal geschwind wieder zurück. Muss da einmal setzen. So, Rohr.
Ich hab. Wollen wir das so auch nicht reinmachen? Okay, dann macht das dann gleich automatisch. So. Ich stelle jetzt einfach mal so hier hin. Ich fahre noch ein bisschen so. Er fährt momentan wieder ziemlich widerspenstig. So, und sag jetzt zu ihm, am aktuellen Anschein. Das soll der aktuelle sein, du Träumer, oder was? Oder 10 Minuten? Der aktuelle ist 20 Kilometer weiter vorne. Naja, er setzt wenigstens wieder an. Das hat er schon mal was. So. Ja, er steht bitte auf Feld. Jetzt muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Er ist noch am Sehen. Und er ist noch am Sehen. Und er hat gerade noch nicht unbedingt was zu tun. Aber wir fahren ihn schon mal an die 54 ran, weil da wird er als nächstes sein Unwesen treiben müssen. Glaube ich. Wenn wir so ein bisschen die Korrekturen gemacht haben. So, aber das Ganze passiert dann in der nächsten Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch gerne ein Abo. Freue mich auch, dass alle immer schon fleißig mit dabei sind. Hoffe, dass es euch weiterhin gefällt. Und sagt dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.